Herzlich willkommen bei Treffpunkt Science City, dem öffentlichen Bildungsangebot der ETH. Ich heiße Inge Keller-Höhl. Vielleicht sind Sie eine Mutter oder ein Vater und machen sich Sorgen um Ihr Kind, das im Zimmer sitzt und nicht mehr lacht. Vielleicht geht es Ihnen selbst nicht gut. Oder vielleicht haben Sie einen Arbeitskollegen mit Panikattacken, der sich nicht mehr aus dem Haus traut. Es wird geschätzt, dass jede zweite Person im Laufe ihres Lebens eine psychische Erkrankung erleidet. Und wir alle sind betroffen durch Personen in der Familie, im Freundeskreis oder im Arbeitsumfeld, bei denen wir das erleben. Wie helfen? Wie sich selbst helfen, wenn es einem schlecht geht? Und wie schauen, zu sich selbst Sorge tragen, dass man gesund und stabil bleibt? Um dieses Thema geht es heute Abend. Ich möchte zunächst noch was Organisatorisches sagen. Die Gesprächsrunde wird etwa eine Stunde gehen und danach beantworten wir Ihre Fragen. Wenn Sie eine Frage haben, können Sie uns diese Frage schreiben. Bitte verwenden Sie dafür die E-Mail-Adresse auf unserer Website direkt beim Livestream. Und eine große Bitte, schreiben Sie uns bitte keine Fallgeschichten. Das würde einfach den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen. Einfach eine kurze Frage mit 2, 3 Sätzen und wer auf dem Podium die Frage beantworten soll. Und noch etwas, eigentlich säß heute mein Kollege Martin Leubli vom Tagesanzeiger, auch hier in der Co-Moderation. Wegen den Corona-Regeln und der 5-Personen-Beschränkung finden wir jetzt eben nur zu 5 statt. Wir hoffen, dass wir im Herbst wieder normale Veranstaltungen durchführen können, ohne Plexiglasscheiben zwischen uns. Meine Gäste heute Abend sind Cornelia Beck. Sie ist Psychotherapeutin und leitet die psychologische Beratungsstelle für Studentinnen und Studenten von Universität und ETH Zürich. Sabine Basler. Sie ist Geschäftsführerin der Dargebotenen Hand. Die Dargebotene Hand ist das Sorgentelefon der Schweiz. Wer die 143 wählt, findet am anderen Ende einen Zuhörer, eine Zuhörerin. Pro Jahr finden mehr als 190.000 Gespräche statt. Daniel Hell ist Psychiater und Psychotherapeut mit Praxis in der Privatklinik Hoheneck. Er war ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und ist vielen bekannt durch seine Fachbücher über psychische Erkrankungen. Und zu meiner Rechten Silvina Spies. Sie ist Blick-Moderatorin und Lifestyle-Bloggerin. Ihr Instagram-Account hat mehr als 53.000 Follower. Sie litt an Depressionen, ging in eine Klinik und wir werden heute erfahren, wie sie aus der Krise gefunden hat. Bevor wir nun einsteigen, möchte ich noch kurz den Rahmen abstecken. Es gibt viele psychische Erkrankungen und wir reden hier über die beiden häufigsten. Und zwar über Depression und Angststörungen. Das Bundesamt für Gesundheit schätzt, dass pro Jahr 7 bis 9% der Bevölkerung wegen Depression in ärztlicher Behandlung sind. Die Anzahl der Angsterkrankungen wird geschätzt auf 10% der Bevölkerung. Und nun so zu einer Art Bestandsaufnahme. Silvina, wir haben ein Jahr Pandemie hinter uns. Wie geht es Ihnen damit? Ja, danke für die Einladung. Für mich hat Corona das Leben nicht so stark verändert, weil ich im Februar 2020 mit BlickTV live ging und dann gleich die Pandemie kam. Das heißt, mein Leben hat sich sowieso auf den Kopf gestellt. Mhm. Und dann kamen wir gleich in die Pandemie und wir starteten eigentlich auf dieser Welle mit drauf. Und natürlich hat es dann unser Fernsehen dominiert, unser Programm. Das ist natürlich etwas, damit haben wir nicht gerechnet, aber es kam uns
natürlich irgendwie gelegen, weil wir gerade quasi dieses Momentum nutzen konnten und es fehlte uns nicht an Sendestoff und es war auch das Bedürfnis da, unseren Sender natürlich zu sehen, weil wir einfach immer gleich live dranbleiben konnten. Mhm. Ich war auch nicht von Homeoffice betroffen, weil ich halt doch meistens noch in diesem minimalen Team vor Ort war, weil es einfach produktionsnotwendig war. Mhm. Das heißt, die Homeoffice-Tage für Recherche und so waren auf dem Minimum. Okay, also nicht zu Hause im Zimmer allein nicht. Und einsam. Und was ist mit dem Instagram-Account? Haben Sie den weiter mit Geschichten gefüllt, mit Gute-Laune-Geschichten? Da stellt man sich ja positiv dar. Ja, ich würde sagen, nicht nur positiv da. Man muss natürlich schauen, dass man alle Themen anspricht. Das habe ich auch gemacht. Deswegen wurde auch meine Geschichte öffentlich. Aber natürlich habe ich ein bisschen auch am Anfang über die neue Situation gesprochen. Ich klammere jetzt aber das Thema Covid bewusst aus meinem Instagram aus, weil ich habe gemerkt, und das öffnet einen ganz anderen Topf, aber die Stimmung ist emotional so geladen, dass es sehr schwierig ist, auf Instagram über das Thema Covid zu sprechen. Ich limitiere das wirklich an meine Tätigkeit. Bei BlickTV, dort haben wir fast in jeder Sendung ein Interview oder ein Thema Corona-bedingt. Und ich klammere es wirklich bewusst aus Instagram raus, weil ich gemerkt habe, dass es nicht die richtige Plattform ist und dass ich auch nicht noch mehr darüber sprechen muss dort. Mhm. Okay. Also ich frage vielleicht zum Beispiel, einmal habe ich die Community gefragt, wie geht es euch? Mhm. Das ist natürlich relevant. Und da habe ich natürlich auch Antworten gekriegt, da kann man auch darauf eingehen, wie die Menschen zum Beispiel mit Isolation umgehen, das schon. Aber jetzt mir eine Meinung zu bilden oder denken, ich muss jetzt da Fakten zu Covid noch bringen, das habe ich ausgeklammert. Das ist nicht das richtige Medium. Nein, da habe ich mich dagegen entschieden. Das hat mir wahrscheinlich meine mentale Gesundheit gut beeinflusst, dass ich mir diesen Stress nicht auferlegt habe. Ja. Frau Beck, wie war die Situation bei der Studierendenberatung im letzten Jahr? Sind Sie umgerannt worden? Ja, das könnte man schnell denken. Zuerst war das Gegenteil der Fall. Wir hatten eigentlich zum Frühlingssemester, als der erste Lockdown kam, einen Rückgang der Beratungen um ca. 30% im Vergleich zu den Vorjahren und waren selbst sehr irritiert, weil wir auch erst dachten, die Belastung, die psychische, die steigt für die Studierenden aufgrund der Veränderungen sehr stark an und aufgrund auch dieser Rückzugssituation. Und mussten dann aber auch hören von vielen Studierenden, dass sie sagten, die Distanzberatung, die wir angeboten haben zu diesem Zeitpunkt, sei nicht ihr Medium oder ihr Mittel der Kommunikation, der persönlichen Kommunikation. Und sie sich dann wieder melden, wenn sie wieder persönlich kommen können. Und das war dann auch tatsächlich der Fall. Also im Sommer, wo wir sonst eigentlich einen Rückgang zu verzeichnen haben, stiegen die Zahlen um genau diese 30%. Und das war sehr eindrücklich zu sehen für uns auch. Nichtsdestotrotz war aber eine Belastung da. Also, ja. Wir werden das nachher noch vertiefen. Frau Basler, wie ist bei Ihnen das Jahr gelaufen? Ich muss sagen, wir wurden auch nicht überrannt. Wir hatten zwar die Kapazitäten erhöht, weil wir das befürchtet hatten, dass es einen Ansturm gibt. Mhm. Das hat dann eigentlich ermöglicht, dass wir längere Gespräche führen. Aber insgesamt haben wir einen Zuwachs, der vermutlich auch mit der Kapazitätszunahme korreliert. Es hat sich einfach im Vergleich zum Vorjahr haben sich bestimmte Akzente verschoben. Mhm. Also wir haben mehr als 16.000 Mal über das Thema Corona gesprochen mit Menschen. Also das war eine Sorge. Und im Frühjahr war das anders als noch im Herbst dann. Mhm. Im Frühjahr ging es vor allem jetzt diese Pandemie und was passiert, woher kommt dieses Virus, also dass Menschen sich Sorgen machen. Und im Herbst war es dann eher die persönliche Betroffenheit. Oh, liebes 143, wo finde ich die nächste Teststelle, ist auch eine Frage, oder? Die Leute wissen dann nicht, wo sie das finden. Mhm. Oder auch, ich bin positiv, was mache ich jetzt mit dieser Diagnose? Oder auch, ich bin in Quarantäne, wie soll ich jetzt das organisieren? Also diese ganzen, das war dann sehr viel näher schon, die ganze Sache. Das heißt, hat die Anzahl der Gespräche zugenommen? Ja, wir hatten 7,7% mehr Gespräche, aber ich finde das dann unlauter, wenn man dann sagt, ja, das war jetzt wegen Corona, weil wir doch die Kapazitäten auch erhöht haben. Wir haben mehr angeboten und okay, das Angebot wurde auch genutzt. Ja, okay. Mhm. Die Universität Basel hat im Rahmen der Covid-Taskforce eine Studie zur psychischen Gesundheit durchgeführt mit 11.000 Personen.
Und zwar wurde gefragt nach schwer depressiven Symptomen. Und die Zahl der Personen mit schwer depressiven Symptomen stieg von Anfang 2020, vor der Pandemie war es 3%. Und im November 2020 lag die Anzahl bei 18%. Und je jünger, desto mehr Betroffene. Herr Hell, halten wir keine Krise mehr aus, ohne depressiv zu werden? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, viele Menschen waren eben sehr stark betroffen. Übrigens gerade auch jene Menschen, die schon im Leben etwas Schwierigkeiten hatten und vielleicht auch unter Selbstwertproblemen gelitten haben oder auch schon früher psychische Probleme hatten. Und da kam eben ein Stress hinzu, wirklich eine enorme Belastung hinzu, die viele dann doch zur Dekompensation führten. Also es war auch übrigens ganz meine persönliche Erfahrung. Im ersten Lockdown, das ist etwas ähnlich, im ersten Lockdown war es so, das war eigentlich courant normal. Viele Leute waren etwas mehr belastet, andere waren auch entlastet. Gerade die einsamen Leute waren insofern etwas entlastet, dass sie sagten, jetzt betrifft es alle. Jetzt bin ich gleichsam im gleichen Boot wie die anderen. Das war eher sogar für manche eine Entlastung. Das hat sich aber meines Erachtens jetzt sehr stark geändert, auch in meiner Praxis, dass Leute jetzt, je länger die Verunsicherung da ist, je länger die Belastung da ist, je länger die Isolation ist oder die Abnahme des sozialen Kontaktes da ist, die Verunsicherung, wie geht es weiter, natürlich auch berufliche Belastungen, Belastungen zu Hause, gerade auch ärmere Populationen, oder die nicht so allein einfach ausweichen können den sozialen Belastungen, die waren stark betroffen. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten schon einen deutlich höheren Druck gespürt, also mehr zu behandeln. Menschen, denen es eigentlich vorher gut ging, kamen wieder in die Behandlung. Und die Zahlen, die Sie angesprochen haben, das waren ja eigentlich Befragungen, also wie sich Leute selber einschätzen. Das waren keine Depressionsdiagnosen, muss man aufpassen. Aber es sind sehr interessante Befunde, weil sie zeigen, man hat auch nach dem Stress gefragt. Also wie stark fühlen sich eigentlich Menschen belastet, gestresst? Und das ging völlig parallel der Depressionsrate. Also die Depressionsrate stieg parallel zur Stressbelastung, die Menschen empfunden haben. Und das zeigt eben auch, Depression ist nicht einfach irgendwo nur eine einfache biologische Störung, sondern das ist eben auch eine psychosoziale Problematik, die natürlich auch mit unserem Körper zusammenhängt. Wie unterscheidet man auch selbst, ob man einfach in einem Tief ist und in einer Krise oder ob es wirklich Depressionen sind, die behandelt werden müssen? Ja, ich glaube, wenn eine Depression, also eine depressive Verstimmung, es ist anhält, wenn man spürt, die Energie geht verloren, die innere Unruhe wird aber größer, also gleichsam, man ist wie angehalten und gleichzeitig innerlich unruhig, so wie als ob man gleichsam auf dem Bremspedal stünde und gleichzeitig auf dem Gaspedal, ein eher unangenehmer Zustand. Je stärker dieser Zustand ist und je länger er anhält, also wenn er 2-3 Wochen anhält und eine Behinderung im alltäglichen Leben hinzukommt, nicht nur, dass man nicht gut schlafen kann, sondern dass man auch seine Leistungen nicht vollbringen kann. Dann ist, und selbst wenn natürlich dann noch Todeswünsche hinzukommen, dann ist es schon sehr ratsam, die Behandlung zu suchen. Stellen Sie in Ihrer Praxis, wir haben jetzt über Depressionen geredet, auch eine Zunahme an Angsterkrankungen fest? Ja, also parallel dazu. Kam übrigens auch in dieser Studie da der Basler Universität unter Dückerer zum Ausdruck, es ist, wenn man Depressionen und Angststörungen zusammen erfasst, sind ja auch oft gekoppelt,
dann steigen die Zahlen weiter an. Dann sind es nicht mehr wie im November nur 28% oder 20% gewesen, ich glaube genau genommen 18%, sondern dann sind es plötzlich 42% Betroffene. Mhm. Also die Angstproblematik hat auch zugenommen. Okay. Und das ist auch völlig klar. Also bei dieser Verunsicherung wird eben auch sich diese Verunsicherung in wachsender Angst äußern. Mhm. Silvina, du hast Depressionen am eigenen Leib erfahren und erlitten. Wie alt warst du, als du depressiv geworden bist und woran hat sich das gezeigt? Ich war 21, das war 2011 und spannende, was Sie vorher gesagt haben, Herr Dr. Hill, bei mir war es wirklich so, ich fühlte mich einfach hilflos. Ich hatte das Gefühl, dass ich es nicht mehr alleine schaffen würde. Mhm. Und das ist der große Unterschied zu, wenn ich jetzt mich mal ein bisschen depressiv fühle oder wenn ich eine depressive Tag habe oder wenn ich sonst eine Krise habe, wenn etwas in meinem Leben jetzt nicht gut läuft. Und spannend ist auch, 2 Jahre nach meiner Erkrankung, als ich mich wieder sehr gesund fühlte, hatte ich wirklich eine Krise im Leben, wo mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt wurde. Das hätte absolut Auslöser auch wieder sein können für eine Depression. Es war verbunden mit Existenzängsten, mit großem Stress, aber ich war da psychisch gesund und ich konnte dann damit umgehen. Ich hatte dann die Mechanismen, die ich auch in der Therapie natürlich gelernt habe und die ich mir auch teilweise selber beigebracht habe. Ja. Man lernt nicht nur in der Therapie, man lernt im ganzen Leben und viel auch selber mit eigenen Erkenntnissen. Und es ist für mich spannend zu sehen, wie anders ich dann 2 Jahre später mit einer Krise umging. Und das war für mich so ein bisschen die Erkenntnis, dass ich jetzt sicher besser oder resilienter oder resistenter bin gegenüber solchen Krisen. Das wollen wir dann auch noch genau wissen. Aber ich würde jetzt gerne noch mal zurückgehen, als du 21 warst. Wo war der Punkt, du bist in die Klinik gegangen. Was war der Auslöser dafür? Kam der von dir oder kam der zum Beispiel aus der Familie? Beides. Es kam sicher zuerst von der Familie und dann ist so dieser Gedanke, ja, aber ich bin nicht krank, weil man will ja nicht krank sein und vor allem will man nicht, man denkt einfach in dem Moment, mein Leben ist nicht gut und es stimmt etwas mit mir nicht, aber nicht, ich bin krank. Und ich hatte keinen Ausweg dann mehr, ich hatte einfach Gedanken an den Tod und ich wollte nicht sterben, ich hatte auch nicht Suizidfantasien und starke Wünsche, aber es kam einfach immer wieder dieser Gedanke so, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht, der Gedanke kommt einfach und schleicht sich immer wieder ein. Und das war der Moment, als ich dann in die Klinik ging, weil ich einfach wusste, es ist noch eine Frage der Zeit. Bei mir war, was hast du dort erlebt in der Klinik? In der Klinik habe ich, ich habe 3 Wochen, bevor ich in die Klinik kam, habe ich bereits eine ambulante Therapie angefangen und habe dort schon Antidepressiva erhalten. Das heißt, als ich in die Klinik kam, war wahrscheinlich so der Zeitpunkt erreicht, wo die langsam angefangen haben, auch zu wirken. Das heißt, bei mir ganz klar medikamentöse Behandlung. Ich habe auch spannungslösende Medikamente erhalten. Ich war sehr stark verkrampft, ich konnte mich nicht entspannen, also mein Körper war extrem angespannt. Jetzt mache ich so progressive Muskelrelaxation, wenn ich angespannt bin und das war bei mir, der Körper war so verspannt, ich konnte fast nicht loslassen und das hat man wirklich medikamentös gelöst und dann mit dieser Therapie bin ich einfach einmal aus dieser Anspannung rausgekommen und ich hatte mal wieder Ruhe. Und gleichzeitig hatte ich Sicherheit in der Klinik, weil ich nichts musste, weil ich eingebettet war in diese Tagesstruktur und weil ich sprechen konnte, weil immer 24/7 jemand da war, der auch wusste, was man sagen musste oder was hilft und was nicht noch mehr Trigger ist, was nicht alles noch schlimmer macht. Und es hat mir sehr geholfen, als ich aus der Klinik herauskam, war ich relativ kurz auch nur dort. Wie lange warst du dort? Ich war nur 2 Wochen dort.
es war bei mir wie eine akute Phase und ich glaube, ich musste vor allem diese Anspannung einmal loswerden und danach natürlich mit den Antidepressiva, mit der Therapie weiterfahren. Klar, der Heilungsprozess ist sehr lange danach. Wie lange ging der gesamte Prozess? Wie lange hast du Antidepressiva erhalten? Wie lange ging die Psychotherapie? Antidepressiva in einer niedrigen Dosis, ein bisschen weniger als 6 Monate. Also wirklich eigentlich alles sehr, sehr kurz und in einem bescheidenen Rahmen. Therapie wöchentlich, einmal die Woche war ich nachher ambulant dort. Und es war dann so ein stetiger Prozess und es hat auch wirklich viel außerhalb der Therapie stattgefunden. Mhm. Es hat auch viel stattgefunden, dass ich halt mein Leben verändert habe, meine Denkweise verändert habe. Mhm. Und am Schluss war es irgendwann eine Entscheidung, dass ich das Schöne im Leben sehen möchte und dass ich mich an den kleinen Dingen erfreuen möchte und dass ich nicht mehr denke, was läuft alles schief, sondern dass ich mich darauf fokussiere. Ein kleiner Moment bei mir in der Klinik war, nach 7 Tagen durfte man spazieren gehen und ich durfte in den Volk oder Spar, was das Lädeli, was es dort hatte, gehen und durfte mir etwas kaufen und durfte von all den Brötchen oder Müsli-Riegel etwas für mich auswählen. Und dann habe ich, das war zum Beispiel ein Moment, wo ich jetzt rückblickend würde ich sagen, da konnte ich wieder Freude empfinden. Das konnte ich ja während der Depression nicht oder während dieser akuten Phase nicht. Mhm. So fing es an. Und dann baute sich das schrittweise auf, dass man wieder Freude am Leben gefunden hat. Und das hat wirklich bei mir mit diesen Brötchen angefangen. Mhm. Wie lang war der Gesamtzeitraum, bis du sagen konntest, ich finde wieder Freude am Leben? Ich würde sagen, etwa 1,5 Jahre. Ich muss auch sagen, vorher ist dieser Aufbau, bis man die Krise hat, natürlich sehr lange. Ich habe 1 Jahr vorher eine Stelle angefangen, die mich sehr stark gestresst hat. Ich würde sagen, das war einer der Hauptauslöser. Und dieser Stress hat dann, würde ich sagen, irgendwie die Depression ausgelöst, ich fühlte mich dann nicht mehr gestresst, sondern einfach sehr, sehr traurig und ich habe dann auch nicht mehr gearbeitet. Ich habe den Job gekündigt und ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich war nur noch zu Hause und aber da war ich schon drin. Und dann nachher, nachdem ich in der Klinik war, um wieder rauszukommen, würde ich sagen, ja, auch nochmal, eigentlich 2 Jahre. Der ganze Prozess war 2 Jahre. Bis du wieder sagen konntest, jetzt bin ich stabil. Ja. Und fühle mich gut. Und ich musste mich immer dazu aufraffen. Also mein Vater hat dann irgendwann gesagt, hey komm, ich lade dich ein, wir gehen essen. Und es war für mich so, ja, ich liebe meinen Vater, ich würde gerne mit ihm essen und ich gehe auch gerne essen, aber oh, es ist eigentlich so. Das war, während es dir schlecht ging. Ein unglaublicher Kraftakt, sich anzuziehen und dahin zu gehen. Aber das war halt wirklich, ich musste mich dazu entscheiden. Und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich sage, doch, du gehst dahin. Und irgendwann ist es dann der Spaziergang, wo mir der Therapeut vielleicht lange sagt, geh spazieren. Und ich bin nicht spazieren gegangen. Und dann irgendwann geht man spazieren und dann geht man länger spazieren. Und jetzt hat sich mein Leben auf den Kopf gestellt in diesen 10 Jahren. Jetzt mache ich Sport. Jetzt habe ich das nie mehr das Problem, dass ich keine Energie habe. Mhm. Es hat sich wirklich 180 Grad gewandelt, weil ich aber vielleicht dort gelernt habe, hey, man muss sich manchmal ein bisschen für was entscheiden, ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen und dort liegen ganz viele gute Dinge. Jetzt gehe ich bei 3 Grad im Zürichsee baden. Es hat sich komplett gewendet, aber es war ein langer Weg. Ja, okay. Herr Hell, die Wirkung von Antidepressiva auf Depressionen ist umstritten. Es gibt Metastudien, die sagen, wirkt nicht mehr als Placebos. Aber Placebo wirken, aber haben keine Nebenwirkungen, während Antidepressiva häufige Nebenwirkungen, sexuelle Funktionsstörungen, Schlafstörungen haben. Sie selbst haben mal gesagt in einem Interview, Antidepressiva heilen keine Depressionen. Was würden Sie sagen, heilt Depressionen? Ja, vielleicht ein Wort doch noch zu der Depressiva. Ich meine, wenn wir Schmerzen haben, weil wir vielleicht eine Infektion haben, nehmen wir natürlich auch etwas gegen Schmerzen, um gleichsam das Symptom loszuwerden. Mhm. Und ähnlich ist es bei den Antidepressiva. Früher hat man postuliert, die Antidepressiva quasi beseitigen die Ursache der Depression. Das kann man so nicht mehr sagen, so einfach ist es nicht. Mhm. Aber Antidepressiva haben natürlich trotzdem so eine symptomatische Wirkung. Also
vor allem so eine emotionale Distanzierung, dass ja alles etwas leichter zu nehmen ist. Ich bin sogar der Überzeugung, es ist ja nicht so, dass Antidepressiva nur bei Depressionen gleichsam symptomatisch wirken, sondern auch bei Angststörungen, bei Borderline-Störungen. Sie können auch eine ganze Reihe von Störungen aufzählen. Es ist nicht eine ganz spezifische Wirkung gleichsam auf die Depressionsursache, sondern es ist eine gewisse Wirkung auf die Symptomatik, auf dieses Niedergeschlagensein, vor allem auf dieses Geplagtsein, diese wirkliche Qual, oder wird etwas erleichtert durch die Antidepressiva. Und natürlich auch, das muss man schon hinzufügen, oft eben auch, also vor allem bei leichteren Fällen auch durch Placebo. Ja. Und das macht es dann so schwierig abzuschätzen, ja, ist es eine Placebo-Wirkung oder ist es eine Antidepressiva-Wirkung. Also bei starken Depressionen wird der Unterschied deutlicher zwischen Placebo und Antidepressiva, aber bei leichten Depressionen ist es nicht so. Und heilen, wenn Sie das große Wort heilen, oder? Ich meine, ich finde eine ausgezeichnete Geschichte, wie Sie das dargelegt haben, sehr persönlich und genau. Und ich bin auch beeindruckt, dass Sie so sagen, ja, das hat Zeit gedauert, oder? Ich musste eine Entwicklung durchmachen. Ich finde immer gefährlich, wenn man meint, man geht in eine Depression, in einen Tunnel hinein, in ein Dunkel hinein und kommt dann am gleichen Ort wieder heraus. Das halte ich erstens für unwahrscheinlich und zweitens auch noch gar nicht so für günstig. Oft ist es so, dass man durch einen Tunnel kommt, aber an einem anderen Ort rauskommt. Und wenn man sorgfältig damit umgeht und sich auch den Problemen stellt, dann kann man natürlich tatsächlich an einem viel besseren Ort rauskommen, wie Sie wahrscheinlich jetzt ein gutes Beispiel sind, sehr eindrücklich. Aber es ist schon dieser Weg, also erstens ist die Akzeptanz entscheidend, dass man sagen kann, jetzt kann ich nicht mehr, nicht nur dagegen ankämpft und gleichsam immer wieder die Enttäuschung erlebt, es geht nicht, ich bin festgehalten, festgeschraubt, eingefroren, ich kann mich gar nicht lösen. Also diese Akzeptanz ist wichtig. Und dann je nachdem, wenn es etwas besser geht, also bei schweren Depressionen ist eine Auseinandersetzung mit sich selber sehr erschwert. Aber wenn es besser geht, dann ist natürlich schon entscheidend, dass man auch sucht, ja, was hat mich hineingeführt in diese Depression, was waren die Belastungen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dass man diese Fragen auch klärt. Da ist entscheidend die Psychotherapie. Oder was sind noch so Hilfsmittel? Es ist halt sehr komplex. Es gibt Depressionsformen, bei denen man schon sagen muss, eine bestimmte Medikation langfristig gegeben, senkt die Depressionsrate, schützt vor weiteren Depressionen. Es gibt ja nicht nur die Depression, es gibt manisch-depressive Erkrankungen und so weiter. Mhm. Und dann ist es schon, die Medikation kann schon auch mithelfen, langfristig genommen, vor allem bei wiederholten Depressionen, dass man einen gewissen Schutz erlebt vor Depression. Aber Sie haben recht, ich vertrete eindeutig die Haltung. In der Regel ist ein psychotherapeutischer Zugang etwas Mitentscheidendes für die Prognose. Dass auch der Patient aktiv mitmacht und langfristig an seinen Lebensthemen arbeitet. Langfristig, genau. Also mindestens eben mehrere Monate oder manchmal eben noch länger. Ja. Frau Basler, was machen Sie oder Ihre Mitarbeiter oder Berater, wenn jemand wie die Silvina anruft und sagt, es geht mir ganz schlecht und ich habe ganz schlimme Gedanken? Ich glaube, wir machen diesen Menschen ein großes Geschenk, weil wir eben letztlich eben nicht Therapeuten sind. Es gibt ja auch viele Menschen, die haben Angst vor einem Psychiater. Also als ich 20 war, hätte man mich an den Haaren zu einem Psychiater ziehen müssen. Der kann mich durchschauen und der therapiert mich und das geht in eine Richtung, die ich nicht will und so. Und man hat Angst auch vor dieser Manipulation. Ich denke, es ist jetzt viel passiert, seit ich jung war und man hat heute ein anderes Bild von der Psychiatrie oder von der Psychotherapie. Aber wir bieten eigentlich ein präsentes, sehr aufmerksames Gespräch von Mensch zu Mensch an. Und das ist das, was viele Menschen, auch solche, die in Therapie sind, manchmal suchen und sagen, ich brauche jemanden, der mir einfach zuhört und
mich ernst nimmt, mich respektiert und nicht mir irgendwelche Tipps gibt. Ich denke nicht, dass Therapeuten das machen, aber das Umfeld macht ja das häufig. Dass man, ja, Hauptsache du bist gesund, oder man kann ja sehr oft nicht eingehen auf eine Not, die ein Mensch präsentiert, oder? Mhm. Und unsere Mitarbeitenden sind sehr gut geschult in dieser Empathiekompetenz. Und ich habe auch selber schon erlebt, dass wenn jemand wirklich eine Gabe für diese Empathie hat, das kann sehr, sehr heilsam sein. Ich denke, das macht auch viel aus bei einem guten Psychotherapeuten oder Psychiater. Um vielleicht mal zu verstehen, wie die dargebotene Hand funktioniert. Das ist, könnte ich jetzt bei Ihnen mich bewerben? Ja. Ist das eine ehrenamtliche Organisation oder? Das ist so. Wir haben Mitarbeitende aus allen gesellschaftlichen Schichten. Und das ist auch die Idee, weil wir möchten auch ein repräsentatives Bild geben. Es sollen sich auch Menschen verstanden fühlen, die jetzt nicht irgendwie aus einem akademischen Background kommen. Und das Wichtigste ist diese Fähigkeit zur Selbstreflexion, zum empathischen Zuhören und noch ein bisschen technisches Geschick, weil man bei uns, weil wir eine offizielle Notrufnummer sind, auch zwei Linien bedienen können muss. Das bedeutet, ich bin im Gespräch und es kommt ein zweiter Anruf rein, den nehmen wir in jedem Fall entgegen. Und wenn das dann die Person ist, die auf der Brücke steht, dann werden wir das erste Gespräch beenden und den zweiten reinnehmen. Und ja, also die Ausbildung ist sehr lang. Wie lang? Zwischen 9 und 12 Monaten dauert das. Und das sind einerseits Theoriekurse, aber dann auch on the job, zusammen mit jemandem, der schon Erfahrung hat. Und nachher ist das Intervisionsgruppen, Supervision, also externe Supervision, laufend. Also der Anspruch ist sehr hoch. Und die Idee ist auch, dass diese Menschen sich auch weiterentwickeln und wirklich diese Empathiekompetenz noch verfeinern. Das heißt, wie lang sind die in ihrer Freizeit dann? Das sind ja wahrscheinlich Menschen, die sind berufstätig, die haben eine Familie. Machen die das in der Freizeit? Wie viel verkraftet man überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, die meisten haben auch irgendwo eine Geschichte von Leiden und Gebrochensein. Ich denke, das hilft, wenn man nicht einfach so das Superleben gehabt hat, weil man dann eher nachvollziehen kann, wie es jemandem geht, der dann anruft und sich auch überwinden muss, anzurufen. Das kostet Überwindung. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Die Frage war... ja, also eben, wie lange, also wenn man bei Ihnen arbeitet, wie viel verkraftet man neben den ganzen Belastungen, die man sowieso selber auch noch im Leben hat? Richtig, der Anspruch ist relativ hoch, weil man mindestens 20 Stunden pro Monat Dienst macht, Tag- und Nachtschichten auch leisten muss. Und das führt dann nicht dazu, dass dann mehrheitlich Menschen, die schon pensioniert sind oder die den Hauptpeak in der Karriere hinter sich haben, dann bei uns tätig sind. Wir sind auch ein bisschen selektiv mit dem Alter. Wir sagen so, erst ab 30, wenn man schon eine gewisse Lebenserfahrung hat, kann man bei uns als Mitarbeitende sich bewerben. Gibt es welche, die einen Burnout kriegen von der Arbeit? Oder die das habe ich noch leiden? Nie gehört. Okay. Das wäre mir neu. Im Gegenteil, wir haben eine sehr hohe Verweilrate, also zwischen 8 und 10 Jahren im Durchschnitt arbeiten Menschen bei uns. Mhm. Und das ist überdurchschnittlich, wenn man das mit anderen Organisationen vergleicht. Aber das ist auch, weil eben dieses Mensch-zu-Mensch-Gespräch auch für die Person selber eigentlich eine Bereicherung ist. Die zuhört. Mhm. Ja. Es ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Richtig. Es gibt ja Analysen bestimmt. Welches sind so die Hauptthemen, wegen denen die Menschen anrufen? Es ist interessant bei uns, wir haben drei Themen, die immer die ersten drei Plätze einnehmen. Das erste ist das psychische Leiden, das zweite ist Alltagsbewältigung und das dritte ist Einsamkeit. Und die Einsamkeit ist sicher noch unterrepräsentiert, weil das schwingt in ganz vielen Gesprächen auch noch zwischen den Zeilen mit. Weil Einsamkeit ist auch ein Stigma. Und psychisches Leiden führt manchmal auch zu Einsamkeit, weil wenn Sie das gleiche Leiden dann immer wieder erzählen oder auch körperliches Leiden
und das Umfeld das dann irgendwann mal nicht mehr hören mag, dann vereinsamt man. Und dann sagt die Person vielleicht am Anfang noch, ja, wir gehen mal spazieren oder so. Aber wenn beim Spazieren das siebte Mal dann immer die gleiche Geschichte kommt, ja, dann wimmelt man dann die Person vielleicht eher mal ab. Und ich fürchte, dass das wirklich dann auch dazu gehört, zu diesem Leiden, dass man einsamer wird. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. So wie Sie. Und was auch stimmt, was Sie erwähnt haben, dass die Menschen, die schon vorher belastet waren, stellen wir auch fest, die entweder einsam waren oder psychisch gelitten haben oder den Alltag nicht mehr auf die Reihe bekommen oder Mühe haben, sich zu organisieren, bei denen kommt Corona noch obendrauf als Sorge. Das ist eigentlich eine Zusatzbelastung. Das sehen wir sehr klar. Und wir sehen auch bei diesen Themen wirklich die erste Welle. Das psychische Leiden ist eigentlich konstant höher als im 19. Und bei Alltagsbewältigung und Einsamkeit, da sieht man einen klaren Peak in der ersten Welle im Vergleich zu 2019. Wie viele Freiwillige arbeiten bei der dargebotenen Hand? Aktuell sind es etwa 680. 680? Ja, und wir haben 12 Regionen und sind regional organisiert. Und diese Teams dort, die müssen zwischen 40 und 60 Personen sein, um einen 7-24-Dienst gut abdecken zu können, noch mit vielleicht Ferienabsenzen oder krankheitsbedingte Absenzen. So ein Zuhörer, professioneller Zuhörer nenne ich es jetzt mal, wie reagiert er, wenn der merkt, da braucht jemand mehr Hilfe, als ich ihm geben kann? Das sind wir sehr vorsichtig, weil, wie gesagt, wir geben keine Ratschläge. Wir versuchen eigentlich, das Gespräch so zu drehen, dass eine Perspektive entsteht oder ein nächster Schritt. Das ist vielleicht so eine Art auch Coaching-Ansatz. Wir sagen, die Ressource liegt in der Person selber. Und im besten Fall fragt dann die Person, ja, können Sie mir sagen, wo ich mich hinwenden kann? Und dann vermitteln wir Adressen, Fachstellen oder Fachorganisationen, die wir kennen. Und das wird auch regional sehr stark gepflegt, dieser institutionelle Austausch, dass man weiß ganz genau, wo man jemanden dann hinvermittelt. Aber das machen wir nur auf Anfrage. Also letztlich, wir geben niemandem einfach ungefragt den Tipp, ja, Sie sollten mal vielleicht irgendwie zur Psychiatrie oder so. Ja. Zum Psychiater sagen wir nicht. Das war in meinem Fall auch so, aber meine Mutter hat angerufen und ich glaube, sie hat dann auch wirklich so gefragt, wohin kannst du dich wenden, und sie hatte dann Adressen. Und auch bei der dargebotenen Hand? Ich bin fast sicher, weil ich glaube, es ist die einzige Organisation, die so ist. Und ich war nicht selber am Telefon und es ist 10 Jahre her, aber ich bin fast sicher, dass es die dargebotene Hand war. Und das hat meiner Mutter, ich hätte niemals angerufen. Ich war nicht in der Verfassung, aber für meine Mutter war es, weil sie war komplett machtlos und sie wusste, sie konnte ja gar nichts machen. Ich habe auch nicht bei ihr gewohnt und sie musste einfach nur zuschauen und war natürlich verzweifelt, und das war dann für sie der Weg. Und ich glaube, sie hatte dann dort auch Adressen erhalten und konnte sich dann irgendwo hinwenden, und man hat gesagt, was vielleicht der Mechanismus wäre. Ich glaube, meine Therapeutin zum Beispiel hat nicht die stationäre Maßnahme vorgeschlagen. Es ist dann an einem Sonntag in einem Krisenmodus eigentlich dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, fahrt mich dahin. Aber es zeigt sich da auch, dass doch die Mutter mitgelitten hat, aber auch genau hingeguckt hat und irgendwann selber aktiv geworden ist. Ja, massiv. Also meine Eltern waren sehr involviert, denn ich wüsste nicht, was ich getan hätte, wenn ich jetzt sie nicht gehabt hätte. Sie haben sehr stark gelitten, sie waren sehr ratlos und sie waren aber wirklich für mich da. Ja, also in der Schlussphase, ich hatte eigentlich schon alleine gelebt, war ich auch wieder bei meinem Vater zu Hause. Und er hat das dann halt auch wirklich gesehen, dass ich den ganzen Tag nur geschlafen habe und so. Und einfach der Zustand. Und meinen Eltern ist das sehr nahe gegangen, es hat sie sehr mitgenommen. Und meine Mutter war halt wirklich dann so verzweifelt, dass sie dann auch angerufen hat. Ich meine, das ist auch ein gutes Beispiel, dass es eben wichtig ist, wenn man sowas erlebt, nicht bei sich selbst, aber im Umfeld, dass man doch genau hinguckt und auch versucht zu helfen. Und es anspricht auch. Ist und auch es wichtig, anspricht. Nicht einfach ein Verhalten
so lässt und irgendwie sagen so, wir sind da für dich, nicht versuchen zu sehr Zwänge aufzulegen, aber so dieses Gefühl von, ja, wir sind da für dich und dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich brauche wirklich jetzt schnelle Hilfe, haben sie mich dann in die Klinik gefahren und da kam ein Notfallpsychiater und dann bin ich gleich dort geblieben. Und das war ein guter Support, dass sie mir dann auch meine Sachen gebracht haben und so. Herr Hell, wie wichtig ist das unterstützende familiäre oder freundschaftliche Umfeld für die Genesung? Es ist ein ganz wesentlicher Faktor, aber es ist alles andere als einfach. Also wenn eine Depression schwerer ist, dann ist eben der Mensch verändert. Also nicht nur das Gemüt ist verändert, man denkt auch langsamer oder dreht sich in den Gedanken. Man kann sogar manchmal gerade ältere Leute schlechter eine Erinnerung abrufen, also auch das Gedächtnis kann gestört sein. Der Bewegungsablauf ist gebremst, man hat nicht die gleiche Kraft, kann auch nicht gleich abstoßen, man ist irgendwo festgehalten in jeder Beziehung. Mhm. Im Denken, auch das Fühlen, das finde ich ganz wichtig. Man meint immer, eine Depression sei eine schwere Traurigkeit. Ich glaube, das ist der größte Fehler, das größte Vorurteil, das in der Bevölkerung ist, übrigens leider gefördert von der Psychiatrie, also von der alten Psychiatrie, wo es hieß, Depression ist einfach eine starke Traurigkeit. Aber depressive Menschen, wenn sie schwer depressiv sind, können nicht mehr weinen, die erstarren. Und die sind sogar erlöst, wenn sie wieder mal gleichsam Gefühle zeigen können, wenn sie weinen können. Also dieses Angehaltenwerden, das betrifft den ganzen Menschen. Und das macht eben die Begegnung mit depressiven Menschen auch etwas schwieriger. Man hat nicht die gleiche Mimik, man reagiert langsamer, man schaut weg und so weiter. Das irritiert das Gegenüber. Und natürlich sieht man auch das Leiden, also gerade Angehörige sehen das Leiden oder einer Person. Und dann ist es schon ganz wichtig, dass man Angehörige, Freunde, aber übrigens auch Psychiater oder Psychotherapeuten, die sind auch nicht ganz immer so souverän, oder? Es ist ganz wichtig, dass man gleichsam dieses Leiden des anderen sieht, aber auch diese Blockade des anderen annehmen kann. Und das führt ja dann zur Überlegung, ich muss ihm helfen, ich muss einen Weg finden, und zwar nicht einen normalpsychologischen Weg. Es hilft jetzt nicht einfach nur zu sagen, ja, jetzt ruh dich mal aus oder geh in die Ferien, das kann alles sogar schaden. Sondern es ist dann schon ganz wichtig, dass man eben eine spezifische Therapie bekommt. Und das war offenbar in Ihrem Fall, in Ihrer Geschichte der Fall. Das heißt, wenn man jemanden im Umfeld hat, wo man sieht, das ist ganz komisch, da muss man was machen, ihm geht es wirklich nicht gut, versucht man ihn dann zu überreden? Ja, das ist noch schwierig. Wie geht man vor? Ja, es ist schwierig. Es ist eben noch schwierig. Ich finde, man kann Schrittmacher sein. Also ich glaube, das war auch in Ihrem Fall, also das haben Sie sehr schön dargestellt. Ihre Eltern konnten Schrittmacher sein. Die haben das angenommen und die haben gesagt, jetzt ist unsere Tochter in Schwierigkeiten, sie muss Hilfe haben. Und sie haben es offenbar geschickt gemacht und haben sich Rat geholt und haben dann auch einen Weg mit ihnen zusammengefunden. Ich glaube, man kann Schrittmacher sein. Man kann einen Weg zu einem Weg verhelfen. Aber Voraussetzung ist, dass der Mensch den leidenden Menschen, den depressiv auch erstarrten Menschen akzeptiert, dass er so ist, wie er jetzt ist, und dass man ihm hilft. Also dieses Akzeptieren. Aber das fällt vielen Menschen schwer. Es darf doch nicht sein, dass jetzt dieser Mensch so blockiert und angehalten ist. Und dann kommt der Druck, oder? Und dann zieht sich der Depressive noch mehr zurück und macht gar nichts. Das ist dann die Belastung. Oder man ist überfürsorglich. Man erledigt alles für den anderen wie für ein Kind. Das ist auch nicht das Beste. Es ist wirklich nicht ganz so einfach. Und darum finde ich schon ganz wichtig, dass Menschen mit einer erheblichen Depression, die wirklich im Leben behindert sind, die so angehalten sind, die einfach nicht mehr ganz so sind, wie sie sonst sind und ihr Leben eigentlich nicht mehr gestalten können, dass die wirklich gute Hilfe bekommen. Das muss ich aber sagen, und ich sage das psychiatriekritisch. Ich glaube, in allem
es ist auch wichtig, dass man nicht nur jetzt ein Modell hat von einem Menschen und ihn so uniformiert, ihn schublatisiert, einfach irgendwo sagt, ja, das ist jetzt diese Störung und nach Schema wird er so behandelt. Ich glaube, das hilft einem Menschen, der in Not ist, auch nicht unbedingt. Er muss verstanden, er muss akzeptiert werden. Und deshalb ist es meines Erachtens so wichtig, dass man schon sieht, die Problematik, aber dass man immer eigentlich versucht, den Menschen zu verstehen, bei ihm zu bleiben, nicht nur die Krankheit zu sehen, sondern immer noch zum Menschen den Kontakt zu haben. Mhm. Das gilt auch meines Erachtens für die Psychiatrie. Mhm. Und es ist leider so, und es gibt Untersuchungen dazu, man kann auch in der Psychiatrie stigmatisiert werden. Mhm. Oder in der Psychologie. Je nach Krankheit. Ja. Frau Beck, das war die Überleitung zu Ihnen. Die Silvina war ja im Alter dass auch Studenten haben. Mhm. Die ETH hat 2019, also noch vor Corona, eine Studierendenbefragung durchgeführt. Da haben 10% gesagt, ihre psychische Gesundheit sei sehr schlecht. Weitere 13% haben gesagt, sie seien psychisch nicht stabil. Und 9% haben gesagt, sie litten über einen längeren Zeitraum an Angst- und Panikattacken. Die Zahlen sind berührend, wie hoch die sind. Man muss aber dazu sagen, sie liegen im schweizerischen Mittel, haben wir vorhin gehört, die 10%. Trotzdem ist es schlimm. Frage: Von diesen ganzen Studenten kommt ja nur ein kleiner Bruchteil überhaupt in die Beratung. Hm. Wer kommt in die Beratung? Ja, circa 3% aller Studierenden, also dazu zählen wir auch die Doktorierenden, kommen zu uns in Beratung. Man kann natürlich hoffen, dass die anderen Prozent andere Hilfsmöglichkeiten bereits schon haben oder involviert sind oder eben vielleicht dann auch erst zu einem späteren Zeitpunkt diese in Anspruch nehmen. Wir versuchen, diese zu erreichen, und ich glaube auch, dass es an der ETH wie auch an der Universität immer mehr Bestrebungen gibt, auf die Situation aufmerksam zu machen, auch diese Studierenden zu erreichen, die zu diesen 10% gehören, die zu denen gehören, die sich doch sehr belastet fühlen. Mhm. Wir haben vorhin erfahren, wie die dargebotene Hand behandelt oder was dort gemacht wird. Was wird bei Ihnen gemacht? Bieten Sie Therapien an oder vermitteln Sie Therapien? Welche Krankheitsbilder haben die Studenten oder brauchen die einfach praktische Lebenshilfe? Ja, die Beratungsstelle gibt es schon seit fast 50 Jahren und hat in dieser Zeit auch einen Wandel durchgemacht. Also früher konnte man tatsächlich Psychotherapie machen. Heute ist es nicht mehr so. Heute sind wir wirklich eine Beratungsstelle, die versucht, recht nah am aktuellen Problem, an der aktuellen Situation des Studenten Hilfe zu bieten. Und wir versuchen auch, sehr niederschwellig zu sein. Die Studenten, die zu uns kommen, die sind auch oftmals erstmals in einem Kontakt mit einem Psychotherapeuten, Psychotherapeutin und sind häufig auch sehr, sehr angespannt und nervös. Es ist für sie auch ein großer Aufwand, überhaupt auch zu uns zu kommen. Und wir versuchen ihnen erstmal, und das ist aus unserer Sicht schon noch eine wichtige Aufgabe, eine gute Erfahrung zu ermöglichen. Also im Kontakt mit einem Psychotherapeuten, Psychotherapeut eine gute Erfahrung zu machen, dahingehend, dass sie merken, das hilft mir irgendwie. Auch wenn ihnen nicht ganz bewusst ist, was hat jetzt eigentlich geholfen, aber sie doch gehen können und wie eine Art Entlastung aus dem Gespräch mitnehmen. Die Studierenden, die zu uns kommen, kommen, wie Sie vorhin eigentlich schon gesagt haben, aus ganz verschiedensten Situationen und Problematiken zu uns. Also von wirklich teilweise auch sehr aktuellen Situationen, die dann, wenn eine Lösung gefunden wird, auch schon wieder sehr entspannt ist, bis aber auch hin zu jungen Erwachsenen, die schon auch sehr psychiatrische Symptome, eben auch dann Diagnosen im Sinne dann auch doch schon von Warnpsychosen aufzeigen. Aber das ist schon ein sehr, sehr kleiner Bereich. Das heißt, kommen die im Schnitt einmal oder mehrmals? Die meisten kommen ein- bis zweimal, und in dieser Zeit versuchen wir eigentlich schon auch irgendwo eine Perspektive mit demjenigen zu erarbeiten.
Manchmal kann es schon sehr hilfreich sein, auch überhaupt erstmal in einen Gedanken anzustoßen, einen Perspektivenwechsel reinzukommen. Manche sagen dann auch, und das ist sicherlich auch der Adoleszenz geschuldet, sie probieren es erstmal selbst und melden sich dann wieder, wenn sie wieder Hilfe brauchen. Und das machen dann doch auch einige. Wie viele kommen im Jahr zur Studienberatung? Wir haben bei den Neuanmeldungen jetzt dieses Jahr 1500 gehabt, letztes Jahr ein bisschen mehr. Das sind die Neuanmeldungen, die jährlich ungefähr zu uns kommen. Also Neuanmeldungen heißt zusätzlich? Die kommen das allererste Mal zu uns. Und wie viele Beratungen wir haben insgesamt gemacht? Jetzt hatten wir über 4000 ja. In diesem Jahr, also im Jahr 2020. Wenn Sie merken, es braucht jemand mehr Hilfe, vielleicht eine Psychotherapie oder eine längere Hilfe als ein, zwei Sitzungen, vermitteln Sie dann einen Therapieplatz? Wir vermitteln nicht in dem Sinne direkt, wir geben eine Empfehlung. Also wir versuchen natürlich erst auch mal an der Motivation für eine Therapie zu arbeiten. Manche kommen schon mit dem Anliegen, mit dem Wunsch, eine Therapieadresse zu bekommen, eine Empfehlung zu bekommen. Und manche sind noch an einem ganz anderen Ort bezüglich der inneren Auseinandersetzung. Und die begleiten wir dann therapeutisch dahingehend in der Hoffnung, dass sie dann bei einem Therapeuten für eine längerfristige Behandlung auch ankommen können. Das heißt, das könnte schwierig werden. Das ist manchmal schwierig. Es ist aber dann auch so, das irgendwo zu akzeptieren. Also wenn jemand nicht akut gefährdet ist, dann müssen wir ihn auch wieder gehen lassen, auch wenn er im Moment keine Psychotherapie in Anspruch nehmen möchte, auch wenn es aus unserer Sicht indiziert wäre. Und wenn jemand eine Therapie will, können Sie das dann wie verschreiben oder muss der Student, die Studentin erst zu einem Arzt, der dann die Therapie verschreibt und warten, bis ein Platz frei wird? Wir sind keine ärztliche Einrichtung, wir sind tatsächlich rein psychologisch aufgestellt, psychotherapeutisch und können daher keine Überweisung direkt machen. Das heißt, derjenige muss dann doch zu einem Hausarzt für eine delegierte psychotherapeutische Weiterbehandlung oder wenn jemand schon eine Zusatzversicherung hat, es dann darüber auch laufen lassen. Ja. Merken Sie einen Unterschied bei den Studenten und Studentinnen von den Themen in den letzten 10 Jahren? Hat sich da was verschoben, verändert? Also das ganz, ganz große Thema sind immer über die letzten Jahre Familie und Beziehungen gewesen. Obwohl wir eine Universität und ETH angegliederte Beratungsstelle sind, sind doch die Studienproblembereiche eher im Hintergrund und dort zeigt sich dann eher eine Belastung. Aber häufig sind die Belastungen schon in Familie und Beziehungen, aber das ist natürlich auch dem Lebensalter adäquat. Sie sind natürlich auch genau in diesen Beziehungskonstrukten drin, wo es geht um Ablösung, neue Orientierung, Freundeskreis, feste Beziehungen. Das ist natürlich auch tatsächlich ein ganz relevantes Thema, wo dann auch Konflikte entstehen können. Ich möchte jetzt im letzten Teil auf das Thema innere Stärke und Resilienz kommen. Du hast es vorhin sehr schön gesagt, du hattest nach deiner Depression noch mal eine schwierige Phase, aber du bist nicht mehr reingefallen. Was würdest du sagen, hat dich stark gemacht? Oh, das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, es fängt an wirklich mit einer Entscheidung und dass man dann, ich sage eigentlich nicht so gern für mich persönlich mentale Gesundheit, sondern ich sage eigentlich gerne mentale Fitness, weil ich sage, das ist etwas, was du trainieren kannst. Positives Denken kannst du trainieren. Du kannst, wie du mit dir selber sprichst, eben diese innere Auseinandersetzung, dass das eher ein inneres Gespräch wird, kannst du beeinflussen, kannst du trainieren, dass das einen besseren Lauf nimmt oder dass diese Stimme netter ist oder nicht abwertend. Und ich habe im vergangenen Jahr immer noch Tage gehabt, sehr, sehr wenige. Ich kann sie an einer Hand abzählen, aber Tage gehabt, wo die böse innere Stimme kommt, die sagt, du bist wertlos. Und dann ist es einfach, da muss man
innerhalb von einem Tag halt einfach zum Punkt kommen, so nein, diese Stimme, das geht so nicht. Mhm. Ich bin nicht wertlos und diese Stimme, die kann jetzt gleich abschalten und es kann wieder die gute Stimme kommen. Und das sind alles, da gibt es so viele Mechanismen und ich mache sehr viele Sachen. Auch ich denke manchmal, es ist auch nicht nur im Kopf, das ist nicht nur Denken, es ist auch der Körper. Dass man den Körper bewegt, dass man sich gut ernährt, dass man eben auch gute soziale Kontakte hat, dass man das pflegt, dass man Menschen, die einen runterziehen, eventuell halt wirklich meidet, wenn man merkt, dass man es nicht erträgt. Oder dass man Grenzen setzt, wie viel ertrage ich, meinen Freund oder die Freundin zu sehen, die gerade eine schwierige Phase durchmacht und wo nehme ich Abstand. Da gibt es etliche Dinge. Atmen, wenn man sich gestresst fühlt, wie gehe ich mit meinem Stress um, wo setze ich Grenzen, wo sage ich Nein, bei der Arbeit auch, wie würde ich damit umgehen, wenn ich mich überfordert fühle. Und es ist ein riesiges Feld, was ich auch immer noch tagtäglich mich damit beschäftige. Mein ganzer Lebenswandel ist eigentlich ein bisschen auch darauf ausgerichtet, dass ich mental und körperlich fit bin und dass ich gut mit Krisen umgehen kann. Und das ist eine große Veränderung, wenn man diese Fitness hat. Es gibt Menschen, die können keinen Kilometer joggen und andere machen einen Marathon. Und das Gleiche gilt für, finde ich, die Psyche. Man kann da wirklich sehr, sehr stark werden. Aber man muss immer dranbleiben. Ich gehe auch manchmal Akupunktur machen. Ich gehe in Shiatsu. Und ich lerne dort, bei Shiatsu redet man ja auch. Und ich lerne da auch immer wieder extrem spannende Dinge. Wieso habe ich bin ich vielleicht bei diesem Arbeitskollegen gereizt? Ja, weil er mich an etwas erinnert, wo ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Ist etwas, was ich jetzt letztes Jahr im Shiatsu gelernt habe. Da gehe ich besser damit um und das nächste Mal, wenn ich hochkoche oder ein bisschen angespannt bin, weiß ich, wo ich es platzieren kann und dann bin ich schon viel ruhiger. Ich gehe auch laufen und schaue in der Gegend umher, dann gewinne ich Distanz zu meinen Gefühlen, kann die emotionale Ladung besser einfassen. Mhm. Und ich glaube darum, eigentlich sollte jeder Mensch etwas für seine mentale Fitness tun. Es geht nicht darum, bin ich gesund oder bin ich krank, sondern wie kann ich stärker werden? Das war jetzt ein sehr schöner, breit gefächerter Strauß von tollen Ideen. Ja, noch auch nicht vollständig. Aber ja, da war aber einiges dabei. Wie sind da auch viele Sachen, die Sie Ihren Patienten empfehlen? Ja, ich kann einiges aufnehmen. Ja. Sportliche Aktivitäten, also Sport, also überhaupt körperliche Aktivitäten, sind entscheidend bei Menschen, die eher etwas zu Depressionen neigen. Ich finde übrigens auch ganz entscheidend die Frage, müssen wir immer uns nur wohl fühlen? Gehört nicht ein Stück weit schlechte Tage, gehört nicht Leiden zu unserem Leben? Denn wenn wir das so gleichsam ablehnen, oder? Dann nachher werden wir uns überlasten mit Enttäuschungen oder und Frustrationen, weil es eben doch nicht geht, weil wir doch immer wieder in Schwierigkeiten kommen und mit uns selber quasi ringen müssen. Das finde ich einen ganz entscheidenden Gedanken. Mhm. Und da muss halt jeder Mensch etwas selber schauen, was hilft mir. Also ich gebe jetzt auch nicht den Patientinnen oder Patienten vor, was sie tun sollten, aber ich mache vielleicht auf Möglichkeiten bekannt. Aber, und Sport ist etwas ganz Wichtiges. Übrigens der Rhythmus im Leben. Depressive Menschen, die geraten gerne aus dem Rhythmus, quasi aus dem Biorhythmus, auch wirklich aus dem biologischen Rhythmus. Und deshalb ist das ist eigentlich auch eine Rhythmusstörung. Deshalb diese Schlafstörungen. Man kann oft noch einschlafen, aber er wacht dann früh am Morgen, ist gequält und so weiter. Und gegen Abend geht es wieder besser. Also diese Rhythmusstörungen, die eigentlich die Depression ausmacht, um die gleichsam zu bekämpfen und nicht hineinzukommen, ist es eben wichtig, auch möglichst so ein rhythmischer Leben zu führen, also zur gleichen Zeit aufstehen. Das tönt jetzt sehr banal und etwas moralisch vielleicht sogar, meine ich aber überhaupt nicht so, sondern eine gewisse Rhythmizität ist eigentlich prophylaktisch. Mhm.
Sport ist etwas vom Besten, ist mindestens so gut wie Antidepressiva, das wirkt wirklich, gerade bei leichteren Depressionen. Gilt das auch für Angsterkrankungen übrigens, das mit dem Rhythmus und dem Sport? Ja, es gilt natürlich, es gilt auch für andere Erkrankungen, es gilt auch für Angststörungen, über die wir jetzt nicht so gesprochen haben. Auch da ist die Rhythmizität mit entscheidend. Aber das hat auch damit zu tun, dass Angststörungen oft auch etwas statistisch gehäuft bei Depressionen auftreten. Nein, es gilt auch für, es gilt überhaupt natürlich fürs Leben. Aber es gibt eben Menschen, die sind besonders empfindlich, besonders verletzlich für Rhythmusstörungen. Und depressive Menschen gehören oft in diese Kategorie, ohne dass ich sie jetzt kategorisiere. Frau Beck, das Alter zwischen 19, 25, in dem Studenten und Doktorierende sind, das ist ja auch ein besonders sensibles Alter noch, wo sich noch sehr viel im Leben verändert. Gibt es auch was institutionell, was die Hochschulen verbessern können? Und gibt es etwas, was Sie mit den Studenten und Studentinnen, die kommen, auch in Richtung Prävention machen? Wir haben immer wieder auch Kooperationen mit den studentischen Verbänden, wo wir versuchen, auch Workshops anzubieten. Und die Uni wie auch die ETH hat auch wiederum ganz besondere Angebote geschaffen über die studentischen Verbände, um den Studierenden etwas entgegenzubringen, was sie abholt. Und wir haben den Eindruck, dass da ein großer Bedarf ist. Also zum Beispiel hat eine Organisation, die heißt Mindful von der UZH, jetzt schon das zweite Mal die Mental Health Awareness Week auf die Beine gestellt, wo es eine Woche tatsächlich um verschiedenste Themen rund um die mentale Gesundheit ging. Und mit großem, großem Interesse wurde da auch, was wir gehört haben, teilgenommen. Wir hatten auch Angebote gemacht. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass bestimmte Auseinandersetzungen oder Krisen vielleicht eben auch zu dieser, wie soll ich sagen, Lebensphase dazugehören und die Hochschule das einfach auch nicht machen kann und meistens ja auch verschiedene Sachen zusammenkommen, damit es überhaupt zu einer Krise kommt. Also es ist ja selten wie nur etwas und dann kommt es zu einer Krise, sondern vieles ist ja dann vielleicht aufgrund einer persönlichen Situation, dann passiert was in der Umwelt, in der, ja, im Studium, im Beruf, in Freundschaften, was dann letztendlich zur Krise führt. Ich denke, es ist wichtig, dass die Hochschulen aufmerksam sind, wie es den Studenten geht und auch Angebote machen und auch, und ich denke, da sind beide Hochschulen gut unterwegs, zu einer Sensibilisierung beitragen, also auch eine Sensibilisierung der Mitarbeitenden, die teilweise ja dann doch auch sehr nahe bei den Studierenden sind. Dann sehen, wenn jemand nicht mehr auftaucht, sehen, wenn jemand plötzlich nur noch schlechte Ergebnisse oder Resultate hat, sehen, wenn jemand bei der Administration sitzt, beim Studienkoordinator und in Tränen ausbricht. Also auch diese Mitarbeitenden zu sensibilisieren, ich denke, das wird auch eine zunehmend wichtige Aufgabe sein, an der wir arbeiten. Okay, also gut hingucken und für andere schauen auch. Und benennen und drüber reden. Und drüber reden, ja. Frau Basler, die dargebotene Hand ist ja eine gesellschaftliche Institution. Sehen Sie auch gesellschaftliche Herausforderungen für die psychische Gesundheit? Kann es sein, Corona hatte auch was Gutes? Ich glaube, Corona hat etwas Gutes. Wir besinnen uns vielleicht darauf, was ist uns wirklich wichtig, worauf können wir vielleicht auf eine gute Art verzichten und was macht eigentlich unser Menschsein aus? Und ich denke, wir sehen alle und sind uns einig, wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander, real time und face to face und wir sind analoge Menschen und es läuft so vieles digital. Und darum möchte ich auch noch sagen, dieses Analoge bedeutet auch, dass ich irgendwo etwas begreife oder anfasse oder das Erden. Mir hat Gartenarbeit schon geholfen oder das Tanzen oder etwas, wo man mit den Händen etwas macht. Darum haben auch viele Leute dann Pizza gebacken oder Hühner gezüchtet oder die verrücktesten Dinge haben Menschen gemacht, Masken genäht oder dieses mit den Händen wieder etwas tun. Ich glaube, das hilft auch. Man sieht nämlich dann auch am Abend, was man gemacht hat. Und was sich gesellschaftlich verändern wird, was ich befürchte ein bisschen, ist, dass mit dieser Digitalisierung noch mehr Distanz eigentlich geschaffen wird von Mensch zu Mensch. Also früher, wenn Sie vielleicht
nur noch wenige Kontakte hatten, dann konnten sie wenigstens noch einen Kundendienst anrufen. Vielleicht haben sie den geärgert oder sie haben sich über den Kundendienst geärgert, aber es war noch ein Mensch. Versuchen Sie mal heute irgendwo einen Kundendienst zu bekommen. Wenn Sie Glück haben, gibt es überhaupt noch eine Telefon-Hotline, oder? Und jetzt, wenn dann diese Läden kommen, wo man dann einfach mit der App reinläuft und dann bezahlt und wieder raus, dann ist ja auch niemand mehr dort. Und ich habe gehört von Menschen, die haben gesagt, ja, also jetzt sollten wir zwar drinnen bleiben, aber wenn ich jetzt nicht rausgehe und dort am Kiosk etwas einkaufe, dann kann ich mit gar niemandem mehr reden. Das heißt, ich möchte mit der Person an der Kasse ein paar Worte wechseln. Und wenn das, je länger, desto mehr abgebaut wird und auch, ich finde, auch in der Architektur nichts verändert und wir alle in diesen Schuhschachteln drin sitzen, dann habe ich die große Befürchtung, dass die Einsamkeit und auch das psychische Leiden weiter zunimmt. Also wir sehen das ja auch in der BFS-Statistik, die Anzahl Einpersonenhaushalte nimmt laufend zu. Und klar, das kann man, bloß weil man allein wohnt, heißt das nicht mehr, dass man einsam ist. Aber die Tendenz, oder wenn es einem mal schlecht geht oder man stürzt und es ist niemand da, man ist verzweifelt oder man schläft schlecht, auch körperliches Leiden ist oft, wenn die Leute anrufen und sagen, ich kann nicht schlafen, aber ich darf kein Medikament nehmen, weil ich habe noch Herzprobleme, oder? Und dann eine menschliche Stimme mitten in der Nacht, die einfach mal zuhört. Das macht das Leiden dann vielleicht körperlich nicht wirklich weg, oder? Mhm. Aber man ist da nicht so allein. Ja. Also da habe ich schon Befürchtungen. Mhm. Gut, mit diesem Appell müssen wir jetzt leider schon zur Schlussrunde kommen. Und ich würde Sie bitten, als letzte Frage, jeden von Ihnen die 2, 3 Sachen zu nennen, die Sie alle persönlich, Sie haben alle anstrengende, stressige Jobs, die Sie persönlich machen, um sich zu erden, um sich zu erholen und um Stress abzubauen. Frau Beck. 3 Dinge. Ja, ich habe 2 kleine Kinder, die erden mich immer wieder ganz automatisch, wenn ich nach Hause komme. Da muss ich gar nicht so viel tun. Supervision, das wurde vorhin auch schon genannt, ist auch ein wichtiger Teil, um sich auch immer wieder zu reflektieren und auch ein bisschen Distanz zu gewinnen zu der Situation und zu dem Umfeld, in dem man arbeitet. Und ich finde auch der Austausch im Team, der jetzt leider im Moment sehr eingeschränkt ist, aber ich finde, das ist auch etwas, wo in der Arbeit sehr hilft, sich über Fälle auszutauschen und auch wieder ein bisschen Distanz zu gewinnen. Mhm. Frau Basler? Ja, das, was mich am meisten erdet, kann ich seit mehr als einem Jahr nicht. Das ist nämlich Tanzen. Mhm. Was ich aber schon längeres entschieden habe, ist, ich stehe immer zur gleichen Zeit auf, egal, wenn ich ins Bett gehe, außer es wird morgens um 4. Aber das hat mir geholfen, dass ich ruhiger geworden bin. Ich meditiere im Moment 15 Minuten morgens, 15 Minuten abends und ich brauche keinen Coach dazu. Ich sitze einfach und atme und das beruhigt mich schon, dass ich dann auch wirklich gut einschlafe. Und was ich wirklich gern mache, ist telefonieren mit Menschen, die mir etwas bedeuten. Das habe ich früher nicht mehr so viel gemacht abends, aber jetzt einfach mal wieder telefonieren und anrufen und fragen, wie geht's dir so? Was machst du? Wie fühlst du dich gerade? Mhm. Herr Hell, was machen Sie? Also für mich spielt die Natur eine große Rolle. Also ich gehe gern wandern, ich gehe gern Schneetouren machen oder Langlaufen, jetzt im Winter oder im Sommer halt auch größere Wanderungen, Schwimmen etc. Aber ich mache das auch gerne zusammen. Also mit meiner Frau beispielsweise, oder? Also das gemeinsame Element spielt schon eine Rolle. Aber ich erlebe in der Natur eben dann schon so etwas mitunter, das sind dann fast mystische Elemente, das erlebe ich schon. Also, dass ich mitunter den Eindruck habe, ja, das spricht mich jetzt so an, ich bin wie aufgenommen, ich bin wie ein Teil dieses Ganzen. Und das hat für mich schon ganz wichtige Momente. Daneben bin ich ein Leser. Schreibe auch, aber ich bin ein Leser und ich bin schon, also sich so in einer guten Lektüre, auch vielleicht philosophischer Art zu vertiefen, das hat schon auch für mich, das schafft auch Grund. Ja, so viel vielleicht. Mhm. Danke, Silvina. Für mich, ja, Bewegung,
einerseits und nicht nur der schweißtreibende Sport, sondern draußen laufen oder Yoga machen. Etwas, was wirklich entspannt, was für mich auch Erholung ist, was mich nicht jetzt noch belastet. Dann andererseits Stille, Meditation und auch Selbsthypnose. Machst du eine Meditations-App? Ich mache geführte Meditationen, die ich oft auf YouTube finde oder auch, es gibt viele Podcasts. Dann finde ich auch Yoga Nidra sehr spannend, was einfach Atem ist und was sehr beruhigt. Oder eben auch die Selbsthypnose, wo man einfach versucht, wirklich noch den, quasi die Frequenz runterzufahren, den Herzschlag runterzufahren, in einen schlafähnlichen Zustand zu gehen. Der Fitness-Tracker meint dann auch, dass man schläft, dann weiß man, dass es funktioniert hat. Und das kann auch sehr erholsam sein. Mhm. Und als drittes würde ich sagen, auch wirklich einen Rhythmus einzuhalten, den Biorhythmus einzuhalten. Ich versuche am Morgen, wenn die Sonne gerade aufgeht, mal rauszugehen, wenn die Sonne aufgeht, auch aufzustehen und auch am Abend, wenn die Sonne untergeht, gehe ich noch nicht gleich ins Bett, es ist im Moment zu früh, aber ich versuche kein künstliches Licht mehr, mache Kerzen an, mache was Ruhiges und bin noch ein bisschen wach, vielleicht ein bisschen, kann man noch was Fernsehen schauen mit tiefem Bildschirmhelligkeit, das schon, und dann gehe ich früh schlafen. Okay, vielen herzlichen Dank für Ihre Tipps an unser Publikum. Wir kommen nun auch zu den Fragen, die uns während der Runde geschrieben worden sind. Erste Frage wäre an Silvina. Wie kommuniziere ich eine Depression im Freundes- und Bekanntenkreis? Es ist ein sehr intimes Thema. Diese Frage wird mir häufig gestellt. Ich habe viele Menschen, die sich auf Instagram mir anvertrauen, auch wenn ich lange nicht, ich spreche ja nicht jede Woche über Depressionen und trotzdem, weil ich es ein paar Mal getan habe oder sicher auch wieder wie in der Runde heute, bleibt das bei den Menschen hängen und ich freue mich auch sehr, dass sie dann manchmal mich dieses Thema fragen und auch ich habe schon viele Menschen zu einer Therapie ermutigen können. Was wäre dein Tipp? Wie kommuniziert man das im Bekanntenkreis? So schwierig, weil jetzt muss ich mich in die Situation reinversetzen, als wenn ich die Depression habe. Und dann könnte ich diesen Tipp gar nicht anwenden. Das ist das Paradoxe dran. Jetzt würde ich natürlich sagen, so wie ich, ja, ich habe eine Depression. Hinstellen, sich nicht dafür schämen. Es ist, manchmal gratulieren mir Menschen für meinen Mut, dass ich darüber spreche, dass ich es öffentlich mache. Es braucht keinen Mut. Für mich braucht es keinen Mut. Ich habe den Frieden damit geschlossen. Also das wäre mein wirklicher Ratschlag, aber natürlich, ich weiß, wie ich mich damals gefühlt habe und das war schlicht nicht möglich. Ja. Ich würde sagen, dass man es doch einfach versucht anzusprechen, so wie es für einen geht, dass es einem nicht gut geht. Vielleicht findet man ein Video, was seinen Gefühlszustand beschreibt und kann den Link schicken, damit die Menschen das anschauen können. Und das wäre vielleicht noch eine Variante, dass man nicht so offen das hinstellen muss, sondern dass man sagen kann, hey, so schau dir dieses Video an, so geht es mir. Dass vielleicht die Person dann das auch besser verstehen können. Weil je besser das Umfeld die Krankheit versteht, desto besser können sie auch helfen. Und das ist ein großer, wichtiger Faktor. Danke. Die nächste Frage an Frau Basler. Wie kann man eine depressive Person, die nicht aktiv mitmacht, motivieren? Ich glaube, es geht bei Menschen, die bei uns anrufen, nicht darum, dass wir irgendwo eine Schraube drehen, oder? Die Menschen, die Mitarbeitenden sind ja nicht Psychologen und das ist auch nicht ihre Aufgabe, dort irgendwo eine Schraube zu drehen und sie zu motivieren. Manchmal geht es auch einfach darum, Erleichterung zu schaffen, eben durchs Zuhören. Oder man begleitet diese Menschen. Es gibt sehr viele Menschen, die uns mehrfach anrufen, manchmal über mehrere Monate hinweg. Und es gibt sogar Menschen, die uns täglich anrufen oder wöchentlich, also wirklich über Jahre hinweg. Das muss man schon sehen. Wir haben wie ein Gros von Menschen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die vielleicht nirgendwo mehr Hilfe finden oder sich nicht getrauen oder wirklich sehr einsam sind oder arm. Wir wissen das nicht so genau, weil die sind anonym und unsere Statistik sind nur so Strichlisten eigentlich, oder? Auch psychisches Leiden ist schon ein bisschen schwierig, weil
Das ist so eine ganz grobe Einschätzung, oder? Aber es ist ja keine Diagnose, das möchten wir auf keinen Fall. Und wenn jetzt ein Mensch wirklich, sagen wir mal, depressiv ist und immer wieder anruft, dann hören wir zu und wir sind da, aber wir sind nicht dazu da, sie zu therapieren. Und das sagen wir ja auch. Wir sind im Zuhören sehr stark und im Begleiten und wir hoffen, dass wir durch dieses Zuhören Erleichterung verschaffen können. Und manchmal gelingt das ja auch vielleicht doch mit ein bisschen Zuhören und Fragen, diesen Menschen einen kleinen Schritt aufzuzeigen, den sie als nächstes selbstständig machen können. Und vielleicht geht es dann auch einen Weg aus der Krise, aber so genau wissen wir das nicht. Die nächste Frage geht an die Frau Beck. Ist der zunehmende Prüfungsstress verantwortlich für Burnout? Ja, komplexe Frage. Was ist ein Burnout? Also, oder eine leichte Depression oder Depression. Ja. Das Erstaunliche ist, dass wir gar nicht so viele Anmeldungen haben bezüglich Prüfungsstress oder Prüfungsangst. Und diese Zahl sich eigentlich recht stabil hält. Das sind immer nur zwischen 10-15%. Es gab eine Zeit, wo die Prüfungssituationen tatsächlich noch schwieriger waren wie jetzt. Und die ETH zum Beispiel dann auch darauf reagiert hat. Und dann ist tatsächlich auch eine Entspannung gab bezüglich den Zahlen, die durchgefallen sind, also Erleichterung von Prüfungen oder angepasstere Prüfungssituationen kann tatsächlich zu weniger Stress sorgen und gleichzeitig ist natürlich jede Prüfungssituation Stress. Also da müssen wir auch meistens ein bisschen wie eine Verständigungsarbeit leisten. Angst gehört fast zu jeder Prüfung. Und Stress ein Stück weit auch. Und ich denke, es ist wie vor allem wichtig zu schauen, wie findet man einen Umgang damit, dass die Angst und der Stress die Situation nicht blockiert oder den Studierenden nicht blockiert und lähmt, dass es zu einem Prüfungsversagen kommt. Wie findet man den Umgang? Ich denke, das sind sehr individuelle und persönliche Fragen. Und ich würde denken, es ist wichtig, vielleicht auch zu einer Beratung zu uns zu kommen, zu einer Situation, weil es tatsächlich häufig sehr, sehr individuell ist, aber ich denke, der Austausch mit anderen Studierenden darüber, der kann schon sehr viel dazu beitragen, den Stress ein bisschen einzuordnen, zu sehen, die anderen sind auch gestresst, auch das eigene Wissen ein bisschen zu prüfen, bin ich eigentlich gut unterwegs mit dem Lernen, habe ich da noch meine Lücken, auch zu akzeptieren, dass Lücken teils ja auch dazu gehören, man kann gar nie alles wissen. Ich denke, das sind Dinge, die dazugehören und natürlich eigentlich auch immer eine gute Prüfungsvorbereitung. Also Lernpläne, das sind so zwiespältige Sachen, aber wenn ein Lernplan hilft, dann gern. Aber eine gute Prüfungsvorbereitung in dem Sinne, dass man sich irgendwie doch parat fühlt, trotz Angst, das ist, denke ich, schon auch eine wichtige Seite von dem Stress, um den zu bewältigen. Empfehlen Sie auch zum Beispiel Atemübungen, Meditation, Yoga? Je nachdem. Also es gibt ja auch vom ASVZ, vom Hochschulsport. Hochschulsport ist genau, ASVZ, ja. Da Angebote, also auch autogenes Training. Und wenn es jemand nicht alleine kann und es schon so, die Angst schon so groß ist, auch dann macht es natürlich Sinn, auch so ein Angebot in Anspruch zu nehmen. Dann empfehlen wir das auch. Gut, vielen Dank. Herr Hell, Frage zu Angststörungen. Behandlung von Angststörungen. Welche Alternativen gibt es zu Medikamenten? Ja, es ist ähnlich wie bei den Depressionen, die eben ja auch viel miteinander zu tun haben. Also es ist schon Psychotherapie. Da gibt es ganz spezielle Formen, oder wie man sich der Angst stellt. Das ist ja wie bei der Prüfung, wie eben Frau Beck sagte. Also irgendwo gehört halt die Angst dann dazu. Man muss sich dieser Angst stellen und geht ja vielleicht mit der Angst auch in die Prüfung. Und wenn natürlich jetzt die Angst enorm groß ist und überhemmend ist, dann ist es trotzdem entscheidend, oder, dass man lernt, mit Angst besser umzugehen, sich dieser Angst zu stellen. Sie können die Angst nur überwinden, nicht indem Sie sie vermeiden, da wird Ihr Leben wirklich leer,
sondern indem sie sich ihr stellen. Und das kann man natürlich bei wirklich einer Angststörung, bei großer Angst eben nur schrittweise, in kleinen Schritten, sich immer wieder, auch bei der Panikstörung, diese Angst zu stellen, dass Angst, das Herz steht still, ich bekriege keine Luft mehr oder ich werde ohnmächtig. All diesen Ängsten, die sind ja körperlich bezogene Ängste, die bei der Panikstörung auftreten, schrittweise zu stellen, das macht man in Psychotherapien. Und ja, es gibt natürlich auch alternative Methoden dann, aber das sind sicher die wichtigsten. Was sind die alternativen Methoden? Ja gut, allerlei, oder? Also es gibt alternative Methoden, die jetzt für mich etwas fremd sind, die ich auch nicht kenne und die ich auch nicht so zu beurteilen mag. Aber es gibt natürlich ernährungsspezifische Methoden. Es gibt Versuche, gleichsam den Kreislauf so zu verändern, dass die Angst gar nicht aufsteigen kann. Es gibt dann wieder besser akzeptierte Methoden, die wirklich eine wichtige Rolle spielen können. Meditationsübungen, also autogenes Training wurde schon gesagt, aber es gibt auch darüber hinaus auch Atemmeditation und andere Übungen, die wirklich wichtig sein können. Übrigens auch, es gibt Zugang über die Stimme, um gleichsam auch sich selber besser zu spüren, in sich mehr verwurzelt zu sein. Auch mit der Stimme drückt man auch sehr vieles aus. Hier gleich einen Weg zu sich selber zu finden. Es gibt sehr viele alternative Methoden, aber die sind eben alle weniger gut untersucht. Gut untersucht sind halt die Psychopharmaka, das ist klar. Das gehört auch gleichsam zum Marketing und zur Wissenschaft. Aber sehr gut untersucht sind auch diese psychotherapeutischen Methoden. Gleich noch zu Angststörungen. Warum greift man bei Angststörungen rasch zu Alkohol oder Selbstmedikation? Ja, weil Alkohol natürlich dämpft, die Angst dämpft. Das ist ähnlich. Alkohol wirkt an einem ähnlichen Ort ein wie diese Tranquilizer, also Valium, Temesta, Xanax. Es wirkt an einem ähnlichen Ort ein und es beruhigt. Und es deckt gleichsam die Angst zu. Das kann natürlich dazu führen, dass man Angst versucht zu behandeln mit sind Selbstbehandlungen im Grunde, mit Alkohol. Und da ist natürlich dann die Suchtgefahr groß. Die ist auch nicht klein bei den Benzodiazepinen, also bei diesen Tranquilizern. Jetzt noch eine Frage, die letzte Frage, auch Panikattacken, also auch diese Richtung. Woher kommt die Panikattacke? Ja, das ist eine große Frage. Also eine Theorie, die mir persönlich gefällt, das ist nicht, wissen Sie, die Ursache der Panikattacke, kann man nicht gleichsam auf einen einzigen Faktor beschränken. Da spielt Genetisches hinein, da spielt Lebensentwicklung hinein. Also wie ist man erzogen worden? Wurde man auch zu Hause von den Eltern gleichsam immer sehr, sehr angstvoll behandelt? Durfte man nichts machen, musste man immer gleichsam sich absichern? Konnte man gleichsam sich auch nicht so befreien, sich bewegen? Das ist natürlich alles angstfördernd. Es gibt große Untersuchungen dazu, dass natürlich das auch biografische Einflüsse eine wesentliche Rolle spielen. Aber im Moment, und das ist das Entscheidende, oder? Im Moment ist es so, dass in der Regel ja das vegetative Nervensystem aktiviert wird. Also dass wir können gleichsam sagen, das können wir auch übrigens experimentell bewirken, also mit großen Mengen Koffein oder auch mit Kokain gar oder mit Amphetamin, kann man eigentlich durch Stimulation oder dieses Systems jedenfalls die Gefahr, das Risiko von solchen Panikattacken erhöhen. Und es ist schon so, der Mensch in Panik ist eben in großer Erregung. Sein autonomes vegetatives Nervensystem ist aktiviert. Und das führt dazu, dass das Herz schneller schlägt. Vielleicht stolpert und noch schneller schlägt. Das macht Angst.
Und die Angst führt wieder dazu, dass gleichsam das Herz noch schneller schlägt und dass man so in der kürzesten Zeit gleichsam in große Angst, in Panik gerät. Das Gleiche gilt für das Atmen. Man spürt vielleicht, ich kriege nicht so richtig Luft. Ich muss tiefer atmen und atmen, immer noch tiefer. Und das führt dazu, dass das CO2 noch weniger abgeatmet wird und dass die Atemnot wächst. Und damit wächst auch die Angst und die Angst fördert wieder das System. Und so gibt es einen Teufelskreis, in dem man gleichsam aus einer banalen Tachykardie, aus einem schnellen Puls herein, in eine Panikstörung gerät, weil man gleichsam diesen schnellen Puls als Krankheit interpretiert, als Symptom beispielsweise. Oh, jetzt ist mein Herz krank, ich kriege einen Herzinfarkt oder was auch immer. Und das kann man natürlich unterbrechen. Das kann man eben auch therapeutisch in bestimmten Therapieformen, diesen Teufelskreis kann man unterbrechen. Das ist die gute Nachricht. Zum Schluss herzlichen Dank fürs Beantworten der Fragen. Wir kommen zum Schluss und ich möchte enden mit ein bisschen Humor, denn das Leben ist viel besser erträglich so. Und Ihnen empfehlen ein Buch des deutschen Psychiaters Manfred Lütz. Er hat eine heitere Seelenkunde geschrieben und die heißt Irre, wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre. Wir sind am Ende des Abends angelangt. Das Podium wird als Aufzeichnung in den nächsten Tagen auf die Website aufgeschaltet. Unser Schwerpunktprogramm Medizin von morgen geht weiter. Am Sonntag, 28. März, übertragen wir wieder neue Vorlesungen im Livestream, unter anderem über psychische Resilienz, aber auch über folgende Fragen: Macht eine gesunde Darmflora gute Stimmung? Kann ich mit dem richtigen Essen das Altern hinauszögern? Oder wie viele Pillen am Tag sind noch gesund? Schön sind Sie dabei gewesen. Ich wünsche Ihnen einen schönen, entspannten Abend.